Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity. Ja, beim letzten Mal haben wir hier diese Farm aufgebaut und heute wollen wir das Ganze doch in die Tat umsetzen. Dazu müsste ich allerdings nochmal eben schnell nach Hause gehen. Können wir schon schlafen? Ja, wir können hier schon schlafen. Dann machen wir das mal eben hier, damit da gleich Tag ist, wir wieder hinkommen. Lasst euch von dem Chat wieder nicht irritieren. Ich habe das natürlich vorher einmal ausprobiert in der anderen Welt, ob das alles so funktioniert, wie ich das haben will. Könnt euch sicher sein, ich werde in dieser Welt hier sicherlich nichts ercheaten. So, wir brauchen Erde. Das ist wichtig. Wir brauchen Saplings. Besten wäre es wirklich, wenn wir Birkensetzlinge hätten. Leider haben wir davon relativ wenig. Dass unser Programm damit nicht funktionieren wird, wenn wir so wenig haben. Mal eben schauen, wie wir das später machen. Haben wir noch Charcoal? Das wäre nämlich ganz gut. Haben wir nicht. Schade. Haben wir leider wirklich überhaupt nicht. Das ist blöd. Das wäre wirklich gut, wenn wir das hätten. Geil, dann müssen wir normale Kohle nehmen. Wo war die denn jetzt? Hier. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen zwei Kisten. Also vier sogar, weil wir Doppelkisten haben wollen. Dann brauchen wir noch einen Ofen. Dazu bräuchten wir noch ein bisschen mehr Cobblestone. Haben wir überhaupt noch Cobblestone oder habe ich die alle verbraten? Als ich die Dingens gebaut habe, das sieht danach aus. Das reicht ja nicht mal. Wo war denn der andere Stone? Hier ist nochmal Stone. Jetzt natürlich die sinnvollste Arbeit ever, aber gut. Kann man nicht ändern. Wir brauchen eben wieder Cobblestone. Einfachste Weg, jetzt schnell an Cobblestone zu kommen, ist hier den Stone zu nehmen und den einmal wieder abzubauen. Da haben wir natürlich voll viel Kohle verschwendet für. Aber egal. So. Ja, ich glaube, das war's dann schon. Haben wir denn wenigstens... Wir haben nicht mal 64, ne? Aber wir brauchen zumindest 64 Oakwood. Ah ja, okay, 65, das ist doch schon mal ein bisschen was. So, und ich hoffe, nein, wir brauchen noch einen Chunkloader. Der ist natürlich ein bisschen teuer. Ich weiß gar nicht, können wir uns den überhaupt leisten? Ah, da bräuchten wir eine Enderperle für und Gold. Gold ist allerdings nicht so das Problem. Gold haben wir. Vier Stück. Wir brauchen natürlich fünf. Wäre ja auch sonst zu einfach. Aber wir hatten doch irgendwo noch Goldohr, oder? Ja. So, dann verbraten wir mal das Goldohr. Bräuchten dann gleich noch Obsidian für den Tisch. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal eine Diamantspitzhacke machen. So, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, denn die ersten Monster sind gespawnt. Das habe ich aber jetzt mal bewusst so gemacht. Wir brauchen eine Enderperle. So. Passend zu der Nacht ist natürlich jetzt draußen bei mir gerade strahlende Sonne, die hier drauf scheint. Was brauchen wir noch? Wir brauchen dafür Obsidian, zwei Bücher, Diamanten. Ein Buch, zwei Obsidian. Das kriegen wir hin. Wir würden jetzt gerne einen Enderman finden. Jetzt mal hier ein bisschen auf Monsterjagd. Das ist sogar ein Angry Zombie. Oh, nervt mich nicht. Ich hau ja schon ab. Skelette sind mir zu nervig. Dafür musst du jetzt leiden. Ist das wieder ein Fallen Knight? Ja. Kann nämlich beides angreifen. Also ist eigentlich ein Zombie, aber hat einen Bogen. Oh, und wir regenerieren gerade nicht. Das ist nicht schön. Lass mich eh was essen. Bitte, danke. Danke.
glaube, von hinten kommt gleich ein Creeper. Das Problem ist, dass uns das hier alles überhaupt nichts bringt im Moment. Wir brauchen nämlich eigentlich einen Enderman. Denn wir brauchen eine Enderperle. Wir hatten ja beim letzten Mal schon einen Enderman angegriffen, aber der hat leider nichts gedroppt. Blöderweise. Immerhin hat er eine Karotte gedroppt. Können wir uns da mal ein Feld rausmachen? Und Spinnen brauchen wir auch immer noch, weil wir uns daraus Rucksäcke machen können. Aber ich sehe weit und breit keinen einzigen Enderman. Da ist ein Zombie auf einem untoten Pferd. Können wir irgendwie anders an Enderperlen kommen? Das richtig nicht an, das sind so andere. Okay, da wurde uns irgendwo hin teleportiert. Hier ist nirgendwo ein Enderman. Wir brauchen unbedingt einen. Denn ohne den können wir uns den Chunkloader und damit die gesamte Farm eigentlich abspielen, weil sonst müssten wir immer neben der Farm stehen bleiben. Und das geht natürlich nicht. Irgendwie eine andere Möglichkeit, da dran zu kommen. Scheinbar nicht. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt schlafen lege, um das nachzuschauen, dann ist natürlich die Nacht vorbei. Schau mal ganz schnell kurz nach. In der Fragmente. Ne. Sehe ich nicht, wie wir da rankommen sollen sonst. Okay, rennen wir nochmal nach da hinten gleich. Ja, ich muss aber eben mal eben ein bisschen was essen. Damit wir hier unsere Hitpoints natürlich wieder regenerieren können. So. Aber ich sehe wirklich hier noch nichts an Enderman. Muss doch irgendwo mal hier einen Enderman geben. Wir haben natürlich jetzt hier einiges an Rüstung, aber das können wir uns wirklich alles schon leisten. Das ist bisher nicht so das Thema. Das Problem ist, dass wir halt nichts von dem bekommen, was wir eigentlich wollen. Das ist aber cool mit Goldrüstung. Stylisch. Uah, ich bin gegen das Mikro, glaube ich, getroffen. Du hast aber auch ordentlich Hitpoints. So. Nö, aber leider ist hier nirgendwo ein Enderman. Obsidian können wir ja nachher da oben abbauen. Das ist gar kein Thema, aber Enderman.
auch mal gehört, dass die in der Wüste spawnen sollen mehr. Aber erstens haben wir hier keine und zweitens weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Das hat er uns hier genau reingeportet. Oh, ich will die Luigi-Mütze haben. Ist das überhaupt eine? Ich glaube ja. So, diese Wegteleport-Creeper sind zu nervig. Endersu. Kannst du nicht auch eine Enderperle droppen, wenn du schon vom Endersu bist? Du hast eine Hose gedroppt. Aber die brauchen wir einfach nicht. Beste ist, dass wir, wenn wir eine Enderperle bekämen, die gar nicht mehr aufsammeln könnten. Wir haben jetzt auch schon fast alle unsere Kartoffeln hier insgesamt aufgebraucht. Weil wir in der anderen Welt immer so viel Hunger bekommen. Weil wir uns da jetzt ja eigentlich nicht mehr so lange aufhalten müssen, theoretisch. Jedenfalls dann nicht, wenn wir irgendwie mal eine Enderperle bekommen. Es muss doch hier irgendwie eine Enderperle geben. Nee, das ist nur ein Zombie, der sich schwarz gekleidet hat. Ich dachte, da wäre ein Enderman vielleicht gewesen. Aber wir sehen es ja auch auf der Karte. Ist nirgendwo einer anzutreffen. Es wird wieder Tag. Hm. Endermänner, die spawnen natürlich jetzt nicht am Tag, aber sie spawnen ja auch keine neuen. Oh, das ist ein brennender Zombie. Also einer, der uns auch brennen lassen könnte, glaube ich. So, den können wir nämlich direkt schon töten. Hm, das war jetzt nicht so toll. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Auf der Karte habe ich ihn gesehen. Wo denn? Sehe ich ihn nicht mehr auf der Karte. Oder war der unterirdisch? Der war unterirdisch, ne? Kann das sein? Da ist er. Auf der Karte. Bin ich irgendwie genau bei ihm? Du musst jetzt auch nochmal sterben, auch wenn du jetzt eigentlich nicht mehr böse warst, aber. Jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr auf der Karte. Doch, da ist er doch irgendwie. Wir graben uns hier mal einfach im Berg rein, aber wir haben gleich keine Spitzhacke mehr. Ist doch hier irgendwie. Genau hier. Haben wir noch irgendwie eine Spitzhacke mit? Ja, eine Diamantspitzhacke, toll. Und mit der können wir natürlich nicht viele. Sollten wir natürlich nicht viel hier arbeiten eigentlich. Jetzt ist er aber auch nicht mehr auf der Karte, oder? Doch. Doch, doch. Muss ja eigentlich unter uns sein. Gott, ich habe mich zu Tode erschrocken. Oh, wir haben so ein Herz bekommen. Damit können wir uns, glaube ich, neue Lebenspunkte machen noch. Und auch keine Fackeln. Raus. Waren wir eigentlich nicht vorbereitet? Wir hören ihn aber. Das ist schon richtig hier irgendwie. Ist auch keinem erzählen, dass wir hier durch den
halben Fels graben, nur um so einen blöden Enderman zu finden. Das Eisen schon gerne mitnehmen. Also wir sind laut Bild ziemlich genau über ihm. Ich kann auch nicht genau einordnen, von wo das jetzt kommt, das Geräusch. Nur, dass es sehr nah ist. Mit sehr nah meine ich, wir sind eigentlich direkt da. Du bist doch hier irgendwo. Auch immer woanders. Gut, du könntest dich natürlich theoretisch porten. Ich habe noch einen Kreis gegraben. Ich grabe hier meine gesamte Spitzhacke und finde ihn nicht. Hier irgendwie. Das gibt's doch hier nicht. Da. Dürfte auch. So, port dich hier hin. Dass ich ganz nach da irgendwie porte. Wir sehen ihn da auf der Karte, wie er sich rumportet. Komm, porte ich zu uns. Jetzt hat er tatsächlich die Aggro verloren, ne? Blöd. Wenigstens noch Perry dort mit. Ja, er hat die Aggro verloren. Das heißt, das Ganze war auch noch hier umsonst. Na gut, wir gehen jetzt wieder nach oben. Das hat hier so keinen Sinn. Vielleicht finden wir nächste Nacht noch einen. Aber das ist echt ein bisschen blöd, weil ich wollte jetzt eigentlich anfangen langsam hier mit unserer tollen Farm. Weil die ist ja eigentlich schon so gut wie fertig. Wir müssen jetzt nur das Ding hinsetzen, das Programm starten. Aber das hilft natürlich nichts, wenn wir keinen Chunkloader daneben haben. Wir sind jetzt auch schon fast wieder am Ende der Folge. Also irgendwie soll das scheinbar nicht sein. Wo ist denn jetzt nochmal das Obsidian-Ding gewesen? Hier doch irgendwo, ne? Ja, hier ist das Obsidian-Teil. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen was. Ich glaube, 4 Stück braucht man für den Enchantment-Table. Ist natürlich jetzt auch wunderbar, das abzubauen, aber da müssen wir durch. Diese Folge scheint ja sowieso verschwendet zu sein, sozusagen. Immerhin haben wir hier oben Obsidian. Es hätte ja auch sein können, dass wir da jetzt noch Ewigkeiten in der Höhle müssten. Das würde dann noch blöder sein. So, das sollte aber jetzt genug sein, ne? Ja, ein Buch, 2 Diamanten, haben wir alles. Es fehlt nur die Enderperle. Das sieht so aus, als müssten wir uns da wirklich nochmal in so einen waghalsigen Nacht
Kampf begeben. Und ich will jetzt auch nicht in der anderen Welt suchen, das könnte man natürlich auch machen, aber wenn da ein Skelett ist und mich da runterschießt, das wäre überhaupt nicht gut. Blöde ist halt echt, dass wir schon hier einen Emmerman hatten letzte Folge, der hat aber nichts gedroppt. Das ist ja auch nicht so, dass die immer was droppen. Blöderweise. Hier hatten wir ihn irgendwo getötet. Aber da wird jetzt, selbst wenn da was gedroppt wäre, wäre es despawned, aber da war nichts gedroppt. Blöd. Aber ohne Chunkloader bringt es halt nichts, weil ich werde mich nie in dieser Welt aufhalten. Was mache ich denn jetzt? Steht die Sonne? Da, das dauert also auch noch einen Moment. Ich meine jetzt einfach folgendermaßen. Wir bauen da jetzt einfach mal die Turtle schon auf. Ohne Chunkloader. Und ja, mal schauen. Ist auch Tag. Ohne Chunkloader und dann ist es halt so. Dann müssen wir da demnächst mal schauen, dass das Ganze ein bisschen besser geht. Wir bräuchten hier ja sowieso auch noch ein bisschen was. Das habe ich ganz vergessen. Da hätte ich noch mehr Obsidian wahrscheinlich gebraucht, weil, also entweder macht man das hier mit Eis, aber dazu müssten wir natürlich eine Spitzhacke mit Silk Touch haben, das haben wir nicht. Oder man macht es halt hier mit diesen Rohren schon. Dann würde ich mich jetzt nicht mit Obsidian noch hochstecken. Jetzt mal, wenn wir mal eben hier nach Pipes schauen. Da gibt's doch hier die Obsidian Dingens Pipe, heißt die Void Transport Line Destroys? Nee. Guten ist zum Rausheben. Es gibt eine, die das. Die Items. Sucks up Items, genau, Obsidian. Da brauchen wir nochmal zwei Obsidian, okay. Dann bauen wir die doch noch nicht hier hin, denn noch ist unsere Farm ja nicht ganz fertig. Wir haben auch schon fast hier keine Kartoffeln mehr, das geht auch nicht lange gut. So, hier wird es nämlich schon dunkel. Das heißt, wir werden jetzt nochmal eine Nacht hier auf Monsterjagd gehen. Legen wir eben hier alles nochmal kurz weg, damit wir noch mehr aufsammeln können. Dann laufen wir jetzt nochmal in die Landschaft. Vielleicht finden wir doch nochmal einen Enderman. Ansonsten werden wir da gleich noch zwei Obsidian abbauen. Und danach werde ich die Folge beenden, nach dieser Nacht auf jeden Fall. Was ist denn gut? So, jetzt sind die ersten Monster gespawnt. Und zwei Zombies. Oho. Aha. Ja, sogar ein Spawner. Das ist ja interessant, dass ich das jetzt erst finde. Das schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal an, aber erst wenn Tag ist. Aber diese Folge ist irgendwie verloren. Weil wir nur nach Endermännern suchen und es spawnen einfach keine. Mann, blöd. Ich hatte mir so schön vorgenommen, hier die Farm zu errichten. Aber wir sehen hier auch keinen Enderman. Können die hier nicht spawnen? Das ist eine Hexe mit Katzen. Nee, nee. Vielleicht ist hier einfach kein Gebiet, wo die spawnen. Beziehungsweise nur unterirdisch. Wir haben auch zu wenig Essen. Unser Schwert ist auch bald kaputt.
Gut, vielleicht soll ich doch nochmal den Umweg hier, den Rückweg antreten. Denn ohne Schwert werde ich wohl nicht viel erreichen können. Nee, es will einfach nicht. Es will kein Enderman spawnen hier, weit und breit nicht. Nirgendwo. Boah, bist du schnell. Boah. So, wir ziehen uns zurück. Nee, es ist einfach nirgendwo ein Enderman. Okay, der greift uns aktuell nicht an, immerhin. Creeper schalte ich mal lieber jetzt schon aus. Na, toll. Weil wir das erste Mal daneben gehauen haben. Ja, ich lege mich jetzt ins Bett. Und dann ist diese Folge leider vorbei. Kann ich nichts dran ändern. Es will auch einfach nirgendwo ein Enderman spawnen. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns da unten dieses komische Ding an, was wir da gefunden hatten. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt erstmal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es natürlich ein bisschen Rumgesuche diese Folge war und die nicht mal von Erfolg gekrönt war. Aber gut, kann man nicht ändern, passiert manchmal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.